Hallo ihr Lieben, ich war jetzt gerade einkaufen und fahre jetzt spontan mit jemandem einkaufen, das erste Mal seit 5 Jahren. Ich bin im Moment gerade völlig außer Atem. Das ist ganz bei mir in der Nähe, der hat einen Café aufgemacht und ja, da fahre ich jetzt hin. Total düster und grau heute. Ihr könnt mich wahrscheinlich nicht mal vernünftig sehen. Ich habe mich so gefreut, dass mein Café bei uns aufmacht. Ihr wisst, ich habe sowieso nicht so viel Umfeld, mit dem ich das machen könnte. Aber mal was anderes als nur einkaufen gehen und so weiter. Ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. So, ihr Lieben, ich bin jetzt da. Und ich würde sagen, bis später. So, ihr Lieben. Ich war das erste Mal seit Jahren mit jemandem Kaffee trinken. Also wirklich nur kurz. Ich habe auch nichts gegessen oder so. Wir waren jetzt gut eine halbe Stunde da. Und ich denke, das ist für den Anfang ganz okay. Ich bin so nervös gewesen. Wow, Wahnsinn. Aber ja, ich habe einfach ein bisschen versucht, das einfach zu machen, weil ich das will und weil ich Spaß dran habe und das ist halt so mein Ding und nicht, weil ich es muss. Ja, ich war aber trotzdem so nervös, dass ich jetzt nach Hause fahren musste, denn ich habe die halbe Tasse Kaffee über meine Hose geschüttet. Das ist mir früher oder so noch nie passiert. Da geht man das erste Mal seit Jahren Kaffee trinken und dann passiert sowas. Aber ich hole ja nicht weit weg und ist es nicht schlimm, es ist eine Erfahrung und ja, ich denke mal, wir werden das jetzt öfter machen oder vielleicht so als, ja, dass man sich einmal in der Woche dort trifft, weil es ist, wie gesagt, nicht weit weg und ich glaube, dass mir so Verabredungen ganz gut tun, auch wenn sie nicht weit weg sind, wenn sie vielleicht auch nur kurz sind, aber ich möchte halt einfach, dass das wieder zur Normalität wird. Ja. Nächstes Mal dann halt auch mit Verabredung und nicht so spontan und fertig machen und so. Mal gucken. Also das war jetzt ein Bäckercafé, aber das ist ja auch ganz egal. Ja, ich werde diesen Teil jetzt nicht hochladen, sondern werde euch das nächste Mal noch mitnehmen, also eine Woche später. Und werde das in einem Video verpacken und mal sehen, ob sich das nächste Mal, ja, irgendwas anders anfühlt oder schauen wir einfach mal, wo das hinführt. Ich wollte euch daran nur kurz teilhaben. Ich kann natürlich so in dem Café nicht vloggen und meine Verabredung möchte auch in keinem Video sein. Das muss ich akzeptieren, das respektiere ich und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, deswegen, ich wollte euch nur kurz erzählen, was ich gemacht habe und ja. Ich bin happy, dass ich es gemacht habe und ja, jetzt bin ich zu Hause, mein Kater sitzt schon vom Fenster und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss! Hallo ihr Lieben! Ja, wie ihr seht, befinde ich mich mal wieder im Auto. Ihr habt jetzt ja den Ausschnitt gesehen von letzter Woche, wo ich ja in dem Café war. Das ist jetzt genau 6 Tage her und seitdem kann ich wieder nicht mal einkaufen fahren.
Das heißt, ich bin also nicht weitergekommen, sondern ja, das ist immer noch ein stetiges Auf und Ab. Ich muss jetzt aber ein paar Dinge erledigen. Unter anderem muss ich meine Verlosung zur Post bringen. Die ist jetzt nicht allzu weit, aber es sind doch 5 Kilometer. In den letzten Tagen habe ich nicht mal 2 zum Supermarkt geschafft. Ich glaube, ihr könnt mich jetzt kaum sehen. Das ist dieses Wolken hin und her. Ich nehme euch jetzt mit, denn ich wollte auch ein bisschen was mit euch besprechen. Ich weiß nicht, vielleicht sieht das für mich jetzt nur so komisch aus hier. Naja, ihr werdet mich auf jeden Fall hören. Ich bin vorhin meine Nachrichten, die ich von euch bekommen habe, und Kommentare nochmal so ein bisschen durchgegangen. Und auch nochmal die Dinge, die ihr mir in meiner Umfrage geschrieben habt, und überlege jetzt so ein bisschen hin und her. Viele von euch wünschen sich, dass ich täglich vlogge. Ich persönlich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jemanden interessiert. Denn ich frage mich, was soll ich euch zeigen? Ich kann natürlich immer vloggen, wenn ich rausgehe. Dass ihr wirklich komplett meinen Weg mitbekommt. Aber auch das ist zurzeit meistens nur in den Supermarkt fahren. Und ansonsten, ja, mein Leben ist nicht langweilig, da ich ja Angst habe, aber für Zuschauer ist es langweilig, denn was mache ich denn den ganzen Tag? Ich stehe auf, ich beschäftige mich mit YouTube, ich lerne, ich gehe einkaufen, ich lerne, beschäftige mich mit YouTube. Beschäftige mich mit meiner Katze natürlich ganz viel und gehe ins Bett. So ungefähr sieht mein Tagesablauf aus. Jetzt weiß ich noch nicht ganz, wie ich das machen soll oder was ich daraus verwirklichen kann und möchte. Was ich vielleicht nächste oder übernächste Woche machen könnte, wenn es euch interessiert, ist, dass ich wirklich noch mal so eine Woche Gas gebe und jeden Tag rausgehe. Das heißt, ich würde mir jetzt noch mal Zeit zum Lernen geben und die nächste Semesterarbeit abschicken und dann wirklich mal eine Woche konsequent an meinem Leben hier draußen arbeiten, so wie ich das letztes Jahr im Sommer, glaube ich, gemacht habe. Und ja, dass ich euch das dann hochlade, dass man wirklich jetzt erstmal nochmal guckt, ob sich was verändert hat in dem Jahr, was ich ja so erstmal nicht merke, da mir das Rausgehen ja nicht leichter fällt. Aber ich mich schon verändert habe, aber ich weiß halt nicht, ob es Auswirkungen haben wird. Und ja, das könnte ich nochmal machen, dass ich nochmal so eine Woche vlogge. Dass ich da nochmal wirklich dann mal nicht lerne, und ja, das nimmt dann ja auch einen ganzen Tag in Anspruch. Also das Rausgehen, das macht dann total kaputt, und dann abends das Video schneiden und hochladen. Dass ich wirklich nochmal mich eine Woche, ja, darauf konzentriere. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann mache ich das nochmal. Also dieses jeden Tag oder ein paar Mal in der Woche, so wenn ich gar nichts mache draußen, ist das nicht zu langweilig sonst? Lasst mir doch einfach mal eure Gedanken dazu da, was ihr gerne von mir sehen möchtet, was das Thema Vlogging angeht. Ja, ich bin jetzt gerade tierisch nervös. Also so blass, wie ihr mich gerade seht oder wie ich mich sehe, bin ich nicht. Die Sonne scheint heute. Das ist auch so ein Punkt, der Frühling ist da und ich möchte wieder raus. Und ja, vielleicht wäre das am Anfang, dass ich nochmal so eine Woche mache. Ja. Lasst mir einfach mal eure Kommentare da. Ich werde jetzt die Post wegbringen. Ja. Also ich habe ja eben das Paket weggebracht und bin zur Post rein. Und da war eine ellenlange Schlange. Also bei uns gibt es nur einen Schalter. Und
dann bin ich doch erst einkaufen gegangen, ohne Probleme. Ja, dann musste ich aber nur noch das Paket wegbringen und ich habe jetzt eine halbe Stunde an dieser Schlange angestanden. Da habe ich jetzt aber die Kamera in die Jackentasche gesteckt und da merkte ich schon wieder, mir ist komisch. Da ich aber unbedingt erzählen wollte, dass ich das ausgehalten habe, habe ich es auch ausgehalten. Also da sieht man wirklich wieder, ich bin jetzt dunkel, die Sonne ist gerade weg. Das bringt nichts. Ich bin natürlich jetzt wieder mit Ablenkung dadurch und mit den falschen Gedanken, aber ja, ich finde es einfach nur interessant, was das ausmacht. Und jetzt fahre ich sogar noch in den Supermarkt und mache mein Ostergroßeinkauf. Dann muss ich das nämlich nicht morgen machen. Dann ist da morgen kein Druck, sondern ich mache es heute freiwillig und es ist jetzt schon proppevoll. Aber okay. Ja, das wollte ich euch kurz noch mitteilen. So, ihr Lieben. Also ich gucke mich jetzt gerade wieder im Spiegel an, wie blass ich bin und meine blauen Lippen, wie blau meine Lippen sind. Aber wie auch immer, das macht mir gar nichts aus. Also was diese Kamera ausmachen kann, das ist, weiß Gott nicht, jedes Mal so. Aber ich bin jetzt total überrascht. Seit Dezember hat das nicht so gut funktioniert in diesem Laden. Ich habe sogar das erste Mal seit Jahren einen Einkaufswagen genommen, weil ich mir mal eingebildet habe, ohne Einkaufswagen kann ich schneller flüchten. Und bin relativ entspannt durch diesen Laden. So, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause und mein Akku war jetzt eben leer. Jetzt ist es hier so stockduster, trotz Licht und allem, dass ihr anscheinend ein total grisseliges Bild habt, egal wo ich jetzt gerade in der Wohnung bin. Ja, ich möchte jetzt eigentlich auch das Video beenden. Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt eben noch mitbekommen habt. Ich bin halt total überrascht, dass das jetzt so gut funktioniert hat. Ich bin natürlich ziemlich aus der Puste und müde. Ist aber auch klar, wenn man wochenlang eigentlich nur auf dem Sofa sitzt und lernt und ein bisschen YouTube-Videos guckt und kaum rausgeht, lässt natürlich auch die Kondition nach. Scheint zumindest so, obwohl ich ja viel Panik zu Hause habe und dann wie eine Irre durch die Gegend renne und immer Herzrasen hat, aber ja, Muskeln und Kondition lassen anscheinend doch trotzdem nach. Obwohl man ja sagt, dass zumindest das Herz so gestärkt wird wie ein Marathonläufer. Dadurch, dass man halt immer dieses Herzrasen hat und den Muskel trainiert. Aber anscheinend nicht die Lunge, die Bronchien oder sonstiges, ist ja auch egal. Ich sollte auch mal wieder mit Sport anfangen, denn gerade ich habe immer gesagt, Sport ist sehr gut bei einer Angst- und Panikstörung. Ja. Ich habe gerade was getrunken, wie ich reingekommen bin und habe mal so ein bisschen in das Videomaterial reingeschaut und habe eben schon gesehen, dass ich auf einmal in dem zweiten Supermarkt ein Lächeln auf den Lippen hatte und völlig frei war anscheinend beim Einkaufen. Ja. Und das liegt anscheinend nur an der Kamera. Ja, das war jetzt einfach mal ein Zusammenschnitt aus dem Kaffeetrinken von letzter Woche. Dann ging gar nichts und heute. Und schreibt mir doch einfach, was ihr bezüglich Vlogs gerne sehen wollt. Und ich gucke, was ich davon dann umsetzen kann oder eben auch nicht. Das mit nächster Woche erstmal finde ich persönlich eine ganz gute Idee. Ich würde das dann zeitversetzt vielleicht hochladen, immer einen Tag später. Ich weiß nämlich jetzt nicht. Ja, wobei, ich bin ja meistens morgens unterwegs, dann kann ich auch nachmittags schneiden. Ja. Schreibt mir einfach eure Ideen, eure Wünsche, wie auch immer, in die Kommentare.